Das Saarland ist rot geworden. Die SPD hat mit großem Abstand die meisten Stimmen geholt und auch alle 4 Direktmandate. An der Stelle herzlichen Glückwunsch an die SPD. Allerdings, wir als FDP müssen uns für unser Ergebnis auch nicht verstecken. Ganz im Gegenteil, wir sind zum zweiten Mal in Folge zweistellig, also über 10%. Wir haben 11,5% der Wählerstimmen gewinnen können hier im Saarland und liegen auch über 8% im Schnitt bei den Direktmandaten. Das Ergebnis in meinem Wahlkreis hier 7,9% ist auch beachtlich und auch die Zweitstimmen waren deutlich über 10%. Also, sehr gutes Ergebnis. Dafür ganz herzlichen Dank an unsere Wählerinnen und Wähler, an unsere Unterstützer, die uns mit Spenden, mit Sach- und finanziellen Mitteln ausgestattet haben und natürlich auch an die vielen Wahlhelfer, an die Mitglieder, aber auch freiwilligen Wahlhelfer, die vielleicht gerade nicht Mitglied sind, aber vielleicht Mitglied werden möchten. Herzlichen Dank für den unermüdlichen Einsatz, für das Engagement, für die Präsenz überall, für das Verteilen von Flyern, für das Plakatieren, das Aufhängen der Banner und für die vielen Wahlkampf- und Infostände, die wir durchgeführt haben. Also Gratulation, Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis, das wir hier im Saarland hingelegt haben. Die nächste große Aufgabe ist jetzt die Regierungsbildung und da gibt es im Wesentlichen 2 Konstellationen, nämlich Rot, Gelb, Grün, die Ampel, also SPD, FDP und die Grünen, oder Jamaika, also Schwarz, Grün, Gelb, also CDU, FDP und die Grünen. Die Konstellationen sind durchaus unterschiedlich. Wir haben in den Wahlkampfveranstaltungen auch im Vorfeld festgestellt, dass FDP und CDU sich sehr nah sind. Also, dass wir im Grunde ähnliche Ziele verfolgen, auch ähnliche Strategien verfolgen, um letzten Endes das Land voranzubringen. Wir haben 3 große Baustellen. Also, die 3 größten Baustellen nach meiner Einschätzung sind zum einen die Rente. Wir haben einen demografischen Wandel bevorstehen und müssen sicherstellen, dass auch zukünftige Generationen und ich sag mal die nächste Generation Rentner, die ist ja in 10, 15 Jahren schon so stark, dass die Beitragszahler fast weniger sind als die Rentenempfänger. Also dass die Rente noch gestemmt werden kann, das ist eine der großen Herausforderungen. Die zweite Herausforderung ist natürlich der Klimawandel. Wir haben in den letzten 25 Jahren ohne Bremse, ungebremst quasi CO2 in die Atmosphäre gepustet und haben jetzt die Rechnung bekommen. Das Klima erwärmt sich, das Wetter schlägt viel mehr aus oder hat viel stärkere Ausschläge. Man hat das jetzt bei Starkregenereignissen, bei Flutkatastrophen feststellen können. Aber weltweit gibt es überall diese Trends, dass Unwetter eben stärker werden, verheerender werden. Gleichzeitig aber auch Dürren entstehen. Also wir müssen den Klimawandel, den wir quasi Menschen verursacht haben, jetzt in den Griff bekommen. Und das geht eben nur durch Energieeinsparung und durch effiziente, regenerative Energiegewinnung. Das wird nicht einfach, denn man kann nicht mal gerade eine komplette Welt auf eine neue Energie umstellen oder auf neue Energiequellen, Energiegewinnung umstellen, sondern das muss natürlich sozialverträglich sein, sprich es muss bezahlbar sein und sozialverträglich insbesondere deshalb, weil natürlich die Grünen als Strategie hier eine Erhöhung der Energiekosten einfach vorgesehen haben und auf der anderen Seite ganz viele Verbote vorgesehen haben und ein Land wie Deutschland, das jetzt schon stark wirtschaftlich da steht, dass sich sowas leisten kann, könnte da vielleicht noch mitgehen, aber das hilft natürlich nichts, wenn wir in Deutschland einen Alleingang machen, unsere Industrie ruinieren, Verbote, Steuererhöhungen, Energiepreiserhöhungen durchsetzen und der Rest der Welt eben nicht mitmacht. Also Klimawandel ist die zweite große Herausforderung. Aber Christian Lindner hat ja schon gesagt, selbst mit den Grünen sind wir uns eigentlich über das Ziel einig. Wir wollen den CO2-Ausstoß limitieren. Wir wollen im Prinzip die Klimaziele erreichen und diese 1,5 Grad Erderwärmung limitieren oder diese Grenze eben nicht überschreiten. Nur die Wege sind unterschiedlich. Die Grünen wollen das mehr ideologisch machen durch Verbote, durch Einschränkungen, durch Verzicht, durch Erhöhung von Preisen. Und wir glauben an Technologie und an Fortschritt. Wir wollen es durch Innovation machen, durch bessere Wärmeisolierung, durch bessere Energiegewinnung, durch bessere, effizientere Energie
Verwertung. Und wir glauben an den technologischen Fortschritt und dass, wenn wir hier entsprechend investieren und fördern, dass wir dann unsere Ziele eben erreichen können in Verbindung mit einem Zertifikatehandel und einer Klimadividende. Da sind wir auch gar nicht so weit von SPD und Grünen entfernt. Aber es wird sich zeigen, ob man diese ideologischen Einstellungen bei den Grünen überwinden kann und ob wir einen gemeinsamen Nenner finden, der uns letzten Endes zum richtigen Ziel bringt. Und eine dritte große Herausforderung, und das ist weniger eine nationale Geschichte, sondern eher eine europäische Geschichte, ist das Thema Zuwanderung, wie man mit Migration umgeht, wie man mit Menschen umgeht, die aus irgendwelchen Gründen in ihren Heimatländern nicht mehr leben können oder deren Überleben nicht gesichert ist. Als FDP haben wir den Vorschlag gemacht, dass wir qualifizierte Fachkräfte in unser Land lassen wollen, wenn die entsprechend geeignet sind, wenn die sich in den Arbeitsmarkt integrieren können. Das heißt, eine Zuwanderung soll geregelt möglich sein für Menschen, die wir auch brauchen im Land und die sich bei uns eben auch in das Wirtschaftssystem, in das Sozialsystem integrieren. Wir haben des Weiteren gesagt, wir wollen Menschen, die in Not geraten sind, unterstützen, also helfen, das aber überwiegend natürlich vor Ort. Es macht wenig Sinn, wenn wir jetzt halb Afghanistan nach Deutschland rufen. Das hilft den Afghanen nicht und das hilft Deutschland schon gar nicht, sondern wir müssen zum Beispiel die Ortskräfte, deren Leben jetzt bedroht ist, vor Ort unterstützen, also in den Nachbarländern unterstützen, sodass dort eine Zuflucht und ein Überleben gesichert ist und eine Existenz vielleicht außerhalb von Afghanistan aufgebaut werden kann. Und der dritte Teil der Zuwanderung oder ich sag mal der Öffnung unseres Landes sollte für politisch verfolgte Menschen sein. Wer durch irgendwelche Despoten oder durch Staaten, bei denen Diktaturen herrschen, bei denen Meinungsfreiheit unterdrückt ist, politisch verfolgt ist, unterdrückt wird und dessen Leben gefährdet ist, solche Menschen wollen wir natürlich auch unterstützen. Da wollen wir Zuflucht geben, also Asyl geben. Und das können jetzt Leute sein, die vom russischen Geheimdienst verfolgt werden oder die in China verfolgt sind oder die irgendwo in afrikanischen Staaten verfolgt sind. Also wer sich für Menschenrechte, für unsere Werte einsetzt und durch seinen eigenen Staat bedroht oder verfolgt wird, dem wollen wir Unterstützung geben. Das wird aber natürlich die ganz, ganz kleine Minderheit sein. Das größere Problem ist eben eine Unterstützung bei wirklich lebensbedrohlichen Situationen, durch Katastrophen, durch Kriege oder Ähnliches und die Zuwanderung insgesamt für qualifizierte Fachkräfte, denn die helfen uns ja letzten Endes wieder bei dem Problem zum Beispiel bei der Rentenfinanzierung, denn das sind Beitragszahler, die bei uns auch in die Rente einzahlen. Also, die drei großen Probleme müssen gelöst werden. Es gibt ganz, ganz viele Probleme zu lösen oder viele Aufgaben, die wir uns stellen müssen. Nicht umsonst haben wir unsere Plakate betitelt mit "Nie gab es mehr zu tun". Es ist tatsächlich sehr viel angestaut, es sind sehr viele Dinge nicht erledigt worden, nicht wirksam erledigt worden und die gilt es jetzt eben in Angriff zu nehmen, zu bewältigen und zu einem erfolgreichen Ende oder zum erfolgreichen Ergebnis zu führen. Und das ist die Herausforderung die eigentliche Herausforderung der Koalitionsverhandlungen. Nicht unbedingt, wer mit wem und welche Posten jetzt bekommt, sondern wie wir die Probleme unseres Landes, Europas und der Welt eben in den Griff bekommen. In diesem Sinne wünsche ich Christian Lindner und dem gesamten FDP-Team ein glückliches Händchen bei den Verhandlungen, viel Geschick, viel Erfolg und allen beteiligten Parteien letzten Endes eine wirkungsvolle, gute, erfolgreiche Regierungszeit in den nächsten 4 Jahren. Und wir freuen uns mittlerweile schon auf den Landtagswahlkampf, denn die guten Ergebnisse, die wir hier vorgelegt haben, sind natürlich Ansporn und ermutigend für den kommenden Wahlkampf, um den Wiedereinzug der FDP in den saarländischen Landtag. Und hier bitte ich natürlich alle, die jetzt geholfen haben und alle, die vielleicht noch nicht geholfen haben, aber die sagen, FDP, das ist wieder eine verlässliche Partei, die steht für Werte, die hat was, was uns in die Zukunft bringt und was uns auch Vorteile verschafft. Und wenn auch Sie der Meinung sind, dass die FDP wieder in den Landtag soll, weil sie verlässlich ist, weil sie ein gutes Konzept hat und weil ihnen vielleicht Freiheit einfach wichtig ist,
dann bitte ich Sie um Ihre Unterstützung beim kommenden Landtagswahlkampf, in welcher Form auch immer. Sie können sich persönlich einbringen, Sie können uns finanziell unterstützen oder ideell unterstützen oder letzten Endes durch Ihre Stimme bei der Landtagswahl am 27. März 2021. Bis dahin, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund, Ihr Ralf Armbrüster.